Ja Mensch, herzlich willkommen bei Let's Play Fall of the Samurai oder Let's Play Total War Shogun Fall of the Samurai oder Let's Play Total War Shogun 2 Fall of the Samurai oder Let's Play dieses japanische Spiel. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben ja unsere schönen taktischen Stellungen ausgebaut. Einmal hocken wir hier vor der Küste von... Wie heißt denn das hier? Ageshima. Ageshima. Ageshima gucken. Ich habe das Gefühl, die Armee ist nicht gut genug. Oh. Moment. Also mal kurz. Meine Fraps-Anzeige, also wie viele Bilder ich pro Sekunde hatte, habe, war gerade nicht in der richtigen Ecke, sondern war hier unten und dann... Es bringt natürlich nichts, wenn ich nicht weiß, wie viel Geld ich habe und wie viel Geld ich verdiene. Ich bin gerade ein bisschen verplant. Was will ich jetzt überhaupt machen? Das ist die große Frage. Ja. Yeah. Ich glaube, ich wollte was rekrutieren. Genau. Zwar einmal ein Bataillon Scharfschützen und ein Bataillon Linieninfanterie, um die Armee nochmal aufzustocken. Und dann können wir vielleicht nochmal einmal zurückfahren. Bin mir nicht ganz sicher. Der Hafen könnte noch eine hölzerne Korvette bereitstellen, aber lassen wir das mal lieber. Wir gehen lieber an die andere Front und schauen uns die Schlachtaufstellung an. Schwertschwingende Dummköpfe, Schwertreiter. Bei Yarikachi sind Speerreiter, okay. Gut, gut, gut. Yarikachi. Ah ne, Yariki, nicht Yarikachi. Dann Herbandspeerträger und Yarikachi. Hier, das sind die Yarikachi, das sind die Yariki. Katanakachi. Holzkanonen, die sowieso nichts machen. Und Linieninfanterie. Ein bisschen. Eigentlich relativ schlecht im Gegensatz zu unseren Einheiten. Parottgeschütze hier. Mit denen brutzeln wir die weg. Haben halt nur einmal Säbelkavallerie, einmal Revolverkavallerie und einmal unseren General. Doch mehr Wumms hinter den Lattenzäunen der Infanterie, glaube ich. Ich muss mal kurz meine Taktik durchgehen, auch wenn sie uns noch gar nicht angreifen. Die hier durchbrechen wir ja schon mal schlecht, aber die Speerträger sind sowieso nicht so die besten. Unsere Infanterie ist sowieso... Moment, ich wollte noch mal zurück. Aber was gucken. Wie es denn mit ihrer Verteidigung da aussieht. Nahkampfverteidigung wäre ja mal gut zu wissen. Nahkampfangriff. A7. Die haben sogar 8. 7. 8. 8, 8. Die sind sowieso super. Mit denen können wir auch einiges reichen, mit den Kanonen. Genau. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Finanzviertel. Hier ist ja was Wunderbares. Eine schöne Eisenbahnstrecke, die uns sowieso keinen Bonus bringt, weil hier ein anderes Land zwischen ist. So können wir nicht irgendwie hin und her fahren. Ja, schon ein bisschen schlecht, ne? So, schauen wir mal, was die nächste Runde mit sich bringt. Und ja, genau. Genau das. Mehr brauche ich gar nicht fragen. Das ist ja eigentlich die Frage, die ich mir immer stelle. Was bringt die nächste Runde? Was werden wir wohl in der nächsten Runde erleben? Und ja, das ist halt unser... Das ist eigentlich meine einzige Aufgabe, die ich hier habe. Einfach immer warten, warten, warten. Mhm, mhm, mhm.
ein offenes Gefecht, meine Damen und Herren. Es kommt wieder zu einer Schlacht im Let's Play. Ach ja, das wird schön auf einem schwarzen Schlachtfeld, auf einem grünen Schlachtfeld. Euer Bündnis, wir stehen sehr weit im Wald. Das ist sehr... Naja, ich bin mir nicht sicher, was das... Ob das gut ist, wenn wir im Wald stehen. Ja, zwar können wir schön versteckt agieren und schön versteckt angreifen. Aber auf freiem Feld wäre mir das schon lieber. Wir könnten mal gucken, über einen Teil der Armee irgendwie so seitlich hier aufstellen und den anderen Teil auch seitlich, so dass sie... Na, mal schauen, wie denn so die Witterungslage ist. Über das Laufen fällt rechts unter dem Bild, aber ja, können die wechseln, das weiß ich schon. Dass man da draufklicken kann und dann sprinten die oder lassen es bleiben. Je nachdem, wie man da drauf drückt. So. Jetzt haben die Einheiten vom Gegner mehr Chancen als... vorher. Hätten wir vielleicht die Schlacht auswürfeln sollen? Man weiß es nicht. Eine verdammt lange Strecke hier an Schützen. Wirklich gut, wirklich gut. Da stehen schon mal zwei Kanonen. Die stellen wir auch gleich mal auf. So in die Mitte. Wo sind die anderen? Ups. Die stellen die aber auch sehr merkwürdig auf. Immer so hin und her. Das bringt, glaube ich, gar nichts, wenn die hier stehen, weil die schießen sowieso gegen die Bäume. Ich kenne die ja. Aus den Belagerungsschlachten. Die sind klar unterlegen in dem Gebiet da. Wenn die da... Natürlich schon ein bisschen bedeckt, das Ganze da. Oder verdeckt. Ja, wie machen wir das denn? Wenn die schießen ja meistens direkt auf den Feind so drauf. Und dann auch da hinten, ja, gegen die Bäume. Können wir die nicht abholzen? Haben wir keine Holzfäller dabei? Anscheinend nicht. Dann lassen wir das. Stehen hier unsere Scharfschützen hier auf. Oh, hier klafft jetzt aber ein Loch. Das muss man schließen, weil sonst... Wenn da der Gegner durchbricht, wäre natürlich schlecht, weil... Wir haben ja keinen Lappen, um das aufzuwischen, wenn ihr versteht, was ich meine. ja. Hier stellen wir mal die Kavallerie auf. Die wird ja sowieso noch nicht gesehen. Scharfschützen, Kanonen. Linieninfanterie. Ich kann gleich mal Knie in den Beschuss reinpacken. Bong! 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 Ja, die Kanonen werden bewacht. Moment, was? Ich habe die falsche Kavallerie in den Wald geschickt. Kanonen werden bewacht von der Revolverkavallerie, die irgendwie, ja, ne, also die hat nicht so viel Reichweite, liegt wahrscheinlich daran, dass sie nur Revolver